Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man einen bestimmten Diagrammtyp, nämlich den Use Case in UML erzeugt. Ich verwende hier dieses Programm Umlaut. Angefangen wird bei Umlaut an und für sich immer, indem man hier auf dieses Default geht. Ich habe das Programm natürlich gestartet und wähle mir dann hier Empty Package aus. Ich kann das hier dann vergrößern. Man kann dann hier statt Empty Package zum Beispiel jenes System, ja, den Namen jenes Systems hineinschreiben, welchen ich dann auch darstellen möchte mit UML. Könnte jetzt hier zum Beispiel hinschreiben: Urlaub in Österreich. Mich persönlich stört jetzt hier eher diese orangene Hintergrund. Dann gehe ich auf Set Background mit der rechten Maustaste, weil ich mir dieses Kontextmenü geöffnet und habe das jetzt hier so. Und weil ich hier jetzt hier ein Use Case machen möchte, Diagramm machen möchte, wähle ich mir hier diesen Eintrag. Man kann jetzt hier dann durch den Doppelklick wieder sie einblenden lassen, kann es dann hereinschieben, kann mir die unterschiedlichen Symbole dann einblenden lassen. Ich gehe jetzt zu meiner Präsentation. Du weißt schon, dass wir über Use Case uns unterhalten wollen und haben jetzt hier die ersten Begriffe, die wir kennenlernen wollen. Das ist der sogenannte Akteur, das System und die Use Cases. Das Ganze findet in einem System statt. Ich habe das hier jetzt vorhin gerade erzeugt, Urlaub in Österreich. Und es muss in jedem dieser Umlets kommt ein Akteur vor. Diesen Akteur sollte man mit einem bestimmten Namen versehen. Wenn ich jetzt bei mir wieder ins Programm gehe, wähle ich mir das hier aus und kann dann hier statt Actor zum Beispiel Fritz Doppelpunkt Urlauber schreiben. Und das ist, dass sich hier dann auch die Beschriftung geändert hat. Dann kann ich hier ein System festlegen. Urlaub in Österreich beinhaltet zum Beispiel das System der Stadt. Ich könnte auch das System Urlaub in den Bergen zum Beispiel noch hinzufügen. Wenn ich hier ein System einführen möchte, gehe ich hierher, mache einen Doppelklick. Es wird dann heruntergezogen. Ich könnte das dann vergrößern und könnte jetzt dann zum Beispiel hinschreiben Urlaub in der Stadt. Urlaub in der Stadt. Gehe wieder zu meiner Präsentation zurück und sehe dann, dass ich hier bestimmte Elemente drinnen habe, sogenannte Use Cases, sie haben die Form von Ellipsen. Und diese Ellipsen beinhalten dann verschiedene Dinge, die man dann in einer Stadt zum Beispiel erledigen kann. Man kann sich ausschlafen, man kann shoppen, man kann ein Museum besuchen. Wenn ich jetzt eins einmal der Vollständigkeit halber hier eintrage, mache ich wieder einen Doppelklick, setze es herein und kann dann hier reingehen. Die Beschriftung wechseln, schläft sich aus. Wenn ich das in Verbindung setze, brauche ich eine Verbindungslinie. In dem Fall ist es hier eine durchgezogene Linie. Durchgezogen deshalb, weil sie vom Akteur zum Use Case geht. Und so kann ich mir dann ein System aufbauen. Wesentlich ist natürlich, ich könnte theoretisch mehrere dieser Use Cases da hineinschreiben. In der Stadt gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch in Österreich natürlich, aber man sollte bei dem Wesentlichen bleiben. Das nächste sind dann hier die sogenannten Verbindungslinien. Die werden hier in UML als Assoziationen bezeichnet. Und es gibt hier zwei Arten von Assoziationen. Also nicht nur diese durchgezogene, sondern auch gestrichelte Listen. Und gestrichelte Listen kann man wiederum unterteilen, sogenannte Include-Assoziationen und Exclude, Extend-Assoziationen. Include-Assoziationen bedeuten, dass wenn man hier sich zum Beispiel einen Use Case herausnimmt, Fritz der Urlauber schläft sich aus, und das setzt aber voraus, dass es natürlich eine geeignete Schlafmöglichkeit gibt. Wenn es keine geeignete Schlafmöglichkeit gibt, dann kann er sich nicht ausschlafen. Shopping bedingt auf in jedem Fall eine geeignete Einkaufsmöglichkeit, und Museen besuchen bedeutet natürlich, dass Museen auf jeden Fall da sein müssen. Das heißt, bei einer Include-Beziehung geht der Pfeil weg hier vom Use Case hin zu jener Möglichkeit, die auf jeden Fall da sein muss, dass hier diese einzelnen Use Cases ausgeführt werden können. Wenn jemand Museen besuchen möchte, dann muss natürlich auch ein Museum da sein. Nächste Möglichkeit sind dann hier die sogenannten Extend-Assoziationen. Wir haben hier oben noch einmal die Include-Assoziationen, bedeutet also hier ein Use Case. Das setzt voraus, dass auf jeden Fall das der Fall sein muss. Bei Extend ist das anders. Da schaut auch der Use Case etwas anders aus. Und Use Case bedeutet hier zum Beispiel Ausflug zum Badeteich. Müsste ich jetzt hier noch eine Verbindungslinie ranziehen.
Und das setzt aber voraus, ja, wenn ich dann auch dort baden möchte, dass ich hier dann einen Erweiterungs-Use Case dann habe, ja, dass ich dann nämlich baden gehen kann. Ich muss aber nicht, wenn ich einen Ausflug zum Badeteich mache, dann auch tatsächlich baden gehen. Und damit das Ganze dann auch in einem sinnvollen Zusammenhang ist, wird dann hier in einem sogenannten Notizzettel noch hinzugeschrieben, die Condition, wenn schönes Wetter der Fall ist, dann macht es Sinn, baden zu gehen. Der sogenannte Extension Point ist dann baden. Damit das Ganze eben ein schöner Zusammenhang ist, wird hier eben dann die eigentliche Bezeichnung des Use Cases angeführt und hier wird dann eben hingeschrieben, worum dieser Use Case dann erweitert wird. Man könnte theoretisch hier noch unzählige andere Dinge machen. Ausflug zum Badeteich könnte auch bedeuten, zum Beispiel sich in die Sonne legen. Da müsste man wieder eine Extend-Beziehung machen, die dann eben die Sonne liegen bezeichnet und dann auch wieder wahrscheinlich auf schönes Wetter dann beruht. Oder zum Beispiel dort etwas essen gehen und so weiter. Das heißt, wenn man eine Use Case macht, sollte man hier vor allem die Extend-Assoziationen genau einzeichnen, sich überlegen, was hier möglich wäre und auch vor allem, was notwendig ist. Das sind die sogenannten Include-Assoziationen. Das soweit jetzt einmal hier zu den Use Cases.